Was ist das? Der Warte, Auto ich ist ja schnell down, eigentlich. Das Ding ist einfach nur hässlich. Ja, mein Ah, Kleiner. ist da. Im Sumpf war der nett, das heißt, es müsste gegen Westen sein. Ja, das dauert noch ein Stück. Also kann ich mir ruhig mal noch Irgendwo eine im Westen. Mandarine. Einmal, wo bist denn gerade? Mechu-Berry, sagt er zu mir hier gerade. Bei Ja, okay. Zehnerlinie. Habe ich Da die fliege richtigen ich Bären so auf den einstellen? Inseln rum. Okay. Vielleicht ist da der Droche. Und Ja, Rivano, vielleicht. nein, ich esse nichts Schlimmes, ich esse einfach nur eine Apfelsine. Ist gerade eine Apfelsine? Hört man Keine das, Mandarine? hört mich da nicht? Clementine? Mandarine, meine ich doch. Entschuldigung. Du keine Orange? Weil eine Orange mir jetzt zu lang zum Schälen braucht. Wieso? Nimmst du ein Messer? Oder ein Säbel? Muss sie trotzdem schälen. Mit dem Säbel nicht? Mit dem Schäbel. Mit dem Säbel kann ich sie dann aber auch nicht mehr essen. Essen geht schon. Also, so als Brei oder sowas geht das schon gut. Du kannst das Ding natürlich auch in den Mixer stopfen, wenn du Bock hast. Dann merkst du keine Schale mehr. Total lecker. Hä? Alles klar, ich habe suizide Fische gefunden. Die liegen hier am Strand. Ach geil, Nahrung umsonst. Oh. So, ein bisschen Eisen schmelzen hier, ne? Achso, übrigens, die Kristalle habe ich rausge. Hab die rausgetan? Ja, die Kristalle habe ich rausgetan, die liegen im Lagerhaus. Drei Kristalle. Direkt der erste Schrank vorne. Alles klar, super. Das ist zwar nur 24, aber besser als nichts. Wollte ich gerade sagen. Kein Drache, kein Gigantotto. Und das seit zwei. Ja, Leute, jetzt seht ihr mal, wie normale Aufnahmen immer bei uns läuft. Wir haben uns immer irgendein Ziel festgelegt, aber wir kommen einfach um nichts rum. Es geht einfach Wir nicht. wollten den Drachen, ne? Oder wie war das? Ja, wir wollten doch den 10 Bahnen irgendwelche Drachen tamen. Weiß nicht, erst wollten wir Drachen. Wenn wir den Drachen nicht finden, wollten wir Gigalotto. Und immer wenn ich alleine bin, finde ich einen Drachen. Und immer wenn ich einen Nero in der Aufnahme habe, mag der auf einmal Drachen und Giganotos. Ja, und immer wenn du Was? Nero in der Aufnahme Wenn hast, er neben kriegst der, du wieder einen wenn er selber nicht aufnimmt, dann mag der auf einmal keine Giganotos mehr. Ich habe heute erst die Aufnahme gesehen. Oh, scheiße, auch die Granudos. Habe ich gerade bei Müller geguckt. Schöne Ich Aufnahme. möchte ja auch, dass unsere Zuschauer ja ein bisschen Action haben. Das ist Ja, aber komm, nett. lass uns den Giga machen. Wir gehen nicht in die Wüste. Warum denn nicht? Wie viele Zuschauer Das haben wir denn mittlerweile? ist warm. Ja, keine Ahnung, ich sehe es nicht. Also du bist der Onkel. Ja, Hoppala, ich bin der Werbung. Onkel, ja. Ja, bitte. Ja, wie viele Zuschauer haben wir denn mittlerweile? Weiß das einer? Nö. Weil mein Handy ist leer, sonst würde ich mal gucken. Keine Ahnung. Oh Gott, ich brauche einen zweiten Ich habe Bildschirm. wieder gute, ich hab wieder gute Bären Gute einfach Gene? rausgeschmissen. Hast du gute Gene? Ich habe wieder gute Bären rausgeschmissen. Warum machst du das? Warum? 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 Ich habe aber Onkel, genug Zeit, um warum? die zu Warum? suchen, weil Onkel, ich zu warum? viel O Onkel, gedrückt warum? habe. Warum? 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 Meins? Onkel, meins? Meins. Meins? Meins? Das letzte steht hier. Warum? Alter. Wie war das nochmal Was im seid ihr Kindergarten? kaputt? So, Kinder, was wollt ihr machen? Warum? 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 Sind wir schon da? Warum? Papa, ich muss aufs Klo! Jetzt nicht Robin, noch 2 Kilometer. Papa, ich muss aufs Klo! Wir sind mal Warum? beim BK, bis gleich. Wer? Hä? Achso, ja gut, Burger das. King. Ja, nee, das klang nach Jan. Oder Ja, Yannick. keine Das Ahnung, was passt ein schon. BK ist. Burger Burger King! King. Ach so, Die wohnen nur 5 das Kilometer ist davon doch entfernt. ekelhaft. Burger King ist Hey, doch das mega Fleisch ist sehr eklig. gut. Das Fleisch Burger ist sehr, King sehr ist besser als gut. Maccas. Nee, ey, Doch. da hast du trockene Semmel, das ist alles so. Also ich hab's probiert. Jetzt Alter, kann ich du hast wenigstens, trockene Semmel. mitreden, weißt du? Jetzt habe ich Burger King probiert und das ist das ekligste, was ich je gegessen habe.
Das sind keine Hamburger, das ist. Oh, das ist doch ekelhaft mit alter trockener Semmel, die schon 3 Tage lag und. Oh, nee! Das Fleisch ist wenigstens schon profitiert. Ah, komm, Burger King, Burger King. Das Einzige, was besser ist als bei McDonalds, sind die Pommes, aber mehr auch nicht. Ja, gut, egal. Den Rest kannst du vergessen. Natürlich kann man den Rest vergessen, das kann man doch alles vergessen, wenn das alles setzt. Da gehe ich immer zu irgendeinem Bioladen und pfeife da, keine Ahnung. Ja, warte mal, ich. Ich muss hier erstmal. Sag mal ehrlich, da gehe ich lieber zum netten Türken um die Ecke und hau mir Döner in die Kimme. Nö, ganz ehrlich, ganz ehrlich, bei der ganzen Sache, die ich jetzt gerade zur Zeit durchziehe, ich freue mich schon so übelst krass auf einen schönen Big Tasty Bacon. Bin ich echt so, ich freue mich schon so drauf, wenn ich den wieder fressen kann. Warum? Ja, gut. Big Tasty Bacon ist geil. Den gibt's ja momentan aber nicht mehr. Ich weiß, aber bis ich dorthin komme, wo ich den wieder essen darf, dauert es auch noch ein Stück. Da ist er bestimmt wieder da. Ach Gott, ich muss auch mal wieder anfangen. Es ist Weihnachten, ey. Ich trage jetzt noch die Funde mit mir rum. Und irgendwie werden die als mehr. Gut. Das ist Treibhaus wert. Aber dann auch ein Treibhauseffekt? Schauen wir mal. Globale Erdewärmung. Nein! Boah, was ich nochmal gesagt haben. Haben wir Tyrannodon? Können ja trotzdem mal. Ach Mann, oh. 24. Ich häng gerade in irgendeinem scheiß Dschungel drin. Was ist denn jetzt schon? Setch, Stone. Holt mich raus, ich bin kein Star. Lass mal drin, ey. Im Sticker, ne? Ey, lass mal drin. Lass mal drin, Alter. Komm mal bitte wieder rum. Ey, lass drin, Alter. Oh, ich will irgendwas zähmen. Ich will irgendwas treffen, was mich eigentlich töten kann, aber mich in dem Moment, wo ich es sehe, nicht realisiert. Was? Dann tötet doch den Noxy. Hä? Was? Onkel? Ja? Nero, ich will doch Bescheid sagen. 120er Peter habe ich hier. Wo? Was hast du? Also ich habe hier einen Gigantopithecus. Level 12. Ein 11. Ich glaube, die Wände haben wir gerade fertig gekriegt. Achso, ich wollte ja einen Stein haben. Die Wände habt ihr fertig gekriegt, oh wei. I am looking for freedom. Wir haben unser gesamtes Kristall aufgebraucht. I am looking for gold. Bis wir seit 3 Stunden gefarmt haben, ist jetzt alles wieder aufgebraucht. Ja, 2,5 Stunden, um genau zu sein. Fehlen jetzt schon wieder. Ein Stone fehlt noch. Hä? Gerade abgebaut. Ein einziger! Boah, Alter, ey! Wo ist das Mistviech? Oder überhaupt irgendwas? Ich fliege schon seit 2,5 Stunden hier rum, wir finden nichts. Jetzt ja. Und wieso sind die 2 Admins eigentlich gerade. Ach, Mann, oh. Ja, cool, die werden aber fertig. Im Treibhaus. Hier sollte ich kurz abholen. Der fliegt nämlich gerade hier. Rum. Wenn du dich nach links drehst. Ja, Mann, ich muss mich jetzt mal wieder ausrüsten hier. Ja, ich warte ja nur noch, dass er landet. Dann ist er die sind hier alle. Alle? Allah. Ich hab vor uns. Kannst du dich noch erinnern, dass ich vor uns die ganze Zeit gesucht habe nach irgendeinem Dino und so, dass ich den zähmen kann? Wallah! Ja. Ja, was ist jetzt das Schlimme? Was ist los? Nee, jetzt habe ich die 2 Dinos niedergeschossen. Da liegt ein Trike, da liegt ein Stego und was rennt jetzt überall rum? Trikes und Stegos. Aber überall. Und die laufen aber echt überall rum. Ah, nee, nur Trikes. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Voll normal. Schick Tommy. Jo! Ich bin gerade ein bisschen müde, muss ich zugeben. Was? Ey, wenn du 2,5 Stunden rumfliegst und nichts findest. Bring einen Double Whopper mit, sagt er.
Also ich. Wieso kann er dir momentan schreiben? Gucken die den Livestream etwa, während sie im BK sitzen oder was? Ich kann das gut. Ich baue es dir zu. Burger King ist eklig, Rivano, ganz ehrlich. Ich hab's probiert und es ist wirklich eklig. Rivano will doch sowieso abnehmen, von daher ist es ja egal. Ich will abnehmen, nicht Rivano. Rivano muss Muskelaufbau machen, das heißt, er isst den ganzen Tag Eiweiß. Nee, nicht ins Wasser fallen. Und der Rivano schreibt jetzt hier gerade echt im Chat, er kann gut kochen. Mhm. Was kann. Rivano, was kannst du denn großartig kochen? Sag mal. Ich muss zugeben, er hat hier wirklich gekocht und hat gekocht. Ich würde sagen, wir nennen es einfach mal, er hat gekocht. Er hat versucht. Oh. Nee, er hat nicht versucht, er hat gekocht. Er hat wirklich gekocht, man konnte es essen. Ja, Alter. Wird ja alles besser. Was hat er denn gemacht? Eine fette Lasagne und einen fetten Nudelauflauf. Nee, was hat er noch gemacht? Ich weiß gar nicht, was er noch gemacht hat. Nudelauflauf und Lasagne. An einem Tag? Nee, nicht beides. Aber ich würde sagen, das eine, das war viel zu viel Soße dran und das andere, das war wieder irgendwas. Achso, da ist das bei der Lasagne ist die Zwischenkäse-Dinger nicht fest geworden, nicht weich geworden. Warte, hast du gerade gesagt zu viel Soße? Bei dem viel? Anderen. Was hat er? Achso, ja, Schinkenröllchen war das, genau. Das erste war ein Schinkenröllchen. Nero, bist du im Lager? Ja. Oder in der Base? Ich finde, wenn man sagt, man kann gut kochen, dann sollte man sowas eben auch drauf haben. Und deswegen komm mal zum Boot. Stimmt das nicht, was du da sagst? Was ich da sag? Was? Du? Was? Ach, du interessierst doch gerade gar nicht. Ach so, ich wollte schon sagen, ich dachte, ich wäre von Interesse. Nee, aber, ja gut, zu viel Soße, das liegt immer im Anbetracht. Also, ich kenne zum Beispiel nicht zu viel Soße, also. Da schön. Wenn du nichts weiter, wenn du da reinlangst, du willst dein Käseröllchen haben und hast eigentlich einen ganzen Dings voll Suppe oder Soße und hast kein Käseröllchen drauf, dann ist das schon etwas zu viel. Ja. Und dann der Käse da drüber, der ist einfach weg, weil ja irgendwo in der Soße da drin rumschwimmt. Wo ist er jetzt? Das ist 120er und der kommt einfach nicht vom Wasser weg. Okay. Aber es hat lecker geschmeckt. Na gut, das eine hat ja nichts mit anderen zu tun. Nee, Onkel, was hältst du davon? Ich komme mal zu dir für ein Wochenende oder sowas. Und dann mache ich dir mal ein richtig geiles Curry. Du, flieg da weg. Ja, bitte, komm ran. Ernsthaft? Ein Schuss? Also, ich meine das jetzt ernst. Ein Schuss? Ja, ne, ich meine so ernst, komm ran. Meine Frau, ich dachte, dass sowieso ich da gehe, von daher. Boah, ernsthaft, Alter. Ja. Boah, scheiß Stego, ich will die gerade killen, sehe gerade 72 Level. Nee, lass ich mal lieber. Tame den, der kann ein bisschen was tragen, bestimmt. Gib ihm Stamina, Bären, dass er wieder aufwacht. Dumme Vieh, ey. Was macht ihr da? Habt ihr den unter Wasser gekloppt? Oh Mann. Ich will einen Giga oder einen Drachen oder. Oder ein Giga-Drachen. Oder das. Und das wäre eigentlich auch ganz geil. Ohne Scheiß, ich finde hier allzu Brontos als Mastergefühle. Ich finde hier ab und zu vielleicht einen T-Rex, aber das war's auch schon. Willst du nicht mitkommen in die Wüste? Ich? Ja. Mit einem halbkaputten Arm, sonst nicht fallen. Ist ja nicht schlimm. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, also. Nur mit dem Unterschied, dass ich echt gerade. Ach du Scheiße. Ich bin auf der 30. 12. Ich mach mich auf den Weg. Treffen wir uns in der Wüste. Dann kommt Nero auch mit. Ne? Onkel auch. Ja, ich? Nee. Kennt ihr eigentlich noch die Poker-Puppenkiste? Du Scheißvieh, bleib stehen. Das lief da, glaube ich, nicht drin. So, ich habe circa 300 Narkotik dabei. 300, nur. Bei dem Mistvieh. So, er liegt. Was? Ahugat, Ahugat, Ahugat. Alter Schwede, der liegt aber so weit weg. Kennt ihr eigentlich Hooked in Feeling oder Hooked the Feeling oder sowas? Das Lied? Von Blue Sweet? Nö.
Okay, sieht ein bisschen wenig aus. Stade Junior. Nee, er hat heute auch gekocht und da war es top. Vorwürfeffekt, keine Ahnung, was er damit meint. Vorführeffekt. Ich wüsste schon. Mensch, Mann, Jaro! Du Nero. Weißt nicht, was du da, was er damit meint. So. Er führt nicht, er wirft. Revano rallt das ähnlich, wenn du den verarscht. Ich hab eine Ankündigung. Oh, es gibt Battle. Onkel vs. Rivano. Oh. Also ich glaube, vom Rhein, wie heißt wenn man jemanden. Ja. Wenn man jemanden mit Worten belegt, dann ist das. Boppel? Mit Rhein. ich komme da drauf. Mental? Diskriminierung. Genau, wenn ich mit Rivano verbal antrete, glaube ich, hat er keine Chance. Du, was willst du denn gegen jemanden antreten, der noch nicht mal bewaffnet ist? Stimmt, Rivano. Rivano, ich glaube, du hast es geschafft. Ich liebe dich, Rivano. Jetzt Kyle. Oh Gott, ich brauche ein Soundboard hier. Jetzt mein Spaß. Sag mal. Ach ja. Nee, haben wir noch was Actionmäßiges machen hier. Ja, dann komm. Ab auf die Wüste. Auf die Wüste. Heu. Ja. Die Wüste ist ein wildes Tier. Und danach holen wir uns den Kackkäfer für dich, Nero. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch so lange durchlaufe, weil meine Nacht war auch sehr relativ kurz. Ach, das Schild, der Kackenkäfer geht relativ schnell. Den führt es an mit Bonto-Scheiß und dann geht's vor. Ja, den muss wir gefunden werden wollen. Ja, das ist kein Ding. Nix also. Hier, die Nacht war kurz. Willst du mich schon verarschen, ey? Wollt ihr mich jetzt alle sitzen lassen im Livestream oder was? Nein. Ich lasse ihn. Nein. Also, Onkel, kommst du? Onkel, ja, heute auch ein guter Ei. Wir haben Samstag. Onkel. Also Onkel. Onkel. Ich wollte mal den Ton kennen, ich war es jetzt mal so. Nein! Onkel. Onkel. Komm schon, Onkel. Onkel. Onkel, komm. Onkel. Im Endeffekt bist du der Erste, der heimgeht. Ich? Richtig. Du bist der Erste, der abkackt. Ja. Ha, was? Das ist doch bloß eine Woche, wenn ich arbeiten muss, Mann. Du bist selbstständig, du musst immer arbeiten. Richtig. Ja, das ist doch selbstverständlich. Oh. Das ist so viel Selbstmitleid. Ja. Krass, ich habe jetzt an Fressen und so gedacht, aber an Trinken. Was? Geh ans Wasser. Ja. Hol dir rum. Mach schon gerade. Also, ans Wasser gehen, nicht rumholen. Ich fahre lieber kein Auto mehr heute. Hat auch keiner verlangt von dir, Rivano. Rivano. Nee, Alter. Du darfst nicht mehr fahren. Ich als leitender Hausarzt kann dir nur empfehlen. Du als leitender Hausarzt. Hausarzt. Hautarzt. Genau, ich als dein leitender Hautarzt. Der leitende Hautarzt. Der war gut, der war echt spitze. Nach 500 Parts endlich mal guter. Gut, den will weiter haben. Aber schade, dass ich jetzt nicht von Silvester dieses kleine Tischfeuerwerk gab. Dieses Hooray! Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller! Irre. Das ist so gut. Nur noch Rock und ich hier, also sind nur noch zwei Zuschauer, meine lieben Freunde. Irgendwann hört's auch auf, ne? Was? Hey, guck mal auf die Uhr! Ich weiß nicht, ich guck nicht auf die Uhr. Wie spät ist denn? Um eins. Wow, Wahnsinn. Um eins ist ja eine ganz tolle Zeit. Wo jeder ins Bett muss, um eins. Was sagst du? Am Nacht um eins? Das ist schon so in der Früh um eins, ne? Um eins. Kennt ihr einfach,
In der Anstalt der Samstagnacht? Ja, na klar. Ja, klar kenne ich das. Weiß ich noch nicht. Ja, nee, das war jetzt gerade, weil ich die falschen Bären wieder weggeschmissen habe, Mann.